Hallo ihr Mafiosi da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Party die Don Edition auf der PlayStation 3. Wir machen heute mal wieder weiter. Und zuletzt habe ich am 9.4. gespielt. Und jetzt haben wir den 15. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Es sind also mal wieder 6 Tage vergangen. Aber das macht ja nichts. Ich hoffe, ich finde mich wieder gut rein. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal. Und falls ihr habt sicherlich bemerkt, die letzten beiden Folgen waren von den Farben her etwas anders. Das lag einfach daran, dass ich meine neue Capture Card verwendet habe, die ich auch beim aktuellen Vice City Projekt verwende. Und die hat irgendwie so die Eigenart, dass sie die Farben anders darstellt, zumindest bei der Pate. Weshalb ich jetzt einfach wieder meine alte Capture Card verwende. Ich habe jetzt einfach beide Capture Cards im Rechner. Ich hatte da sowieso noch Platz. Und jetzt benutze ich halt wieder die alte, die ja einfach super funktioniert hier für die PlayStation 3. Ich habe mir die andere ja nur gekauft, weil ich damit eben irgendwie kein PS4-Material aufnehmen konnte. Weil ich da kein Bild bekommen habe. Aber ja, an sich bin ich zufrieden mit der gewesen. Zumindest auf der PlayStation 3. Und deswegen benutze ich jetzt wieder die alte Karte. Deswegen sind die Farben jetzt hoffentlich wieder, wie ihr sie gewohnt seid. Und ja. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Also, wir haben so ein paar Händlergefälligkeiten gemacht. Und die eine war ja bei diesem Laden, der in Brand gesteckt wurde. Da sollten wir nach oben laufen. Und dort sollten wir dann eben so einen Schlüssel bergen, der nach oben lag. Und ja, der Händler wollte dann natürlich seinen Schlüssel zurückhaben. Der gute Aldo hat dann aber gesagt, nein, das ist jetzt mein Schlüssel. Und deswegen, ja, ist das jetzt unser Schlüssel. Der soll irgendwie für ein Safe in Little Italy bei einer Bank sein. Aber die Safes kommen ja sowieso noch nicht dran. Das ist dann eine Sache für später. Das heißt, irgendwann, wenn wir die Safes mal machen, können wir sicherlich diesen Safe einfach so öffnen und müssen dann nicht den irgendwie in die Luft jagen. Ist ja auch ganz nett eigentlich. Und ja, heute dachte ich mal, kaufen wir bei einem Schwarzhändler eine Zeitbombe. Ich hoffe, das ist das Ziel, was wir ja gerade haben. Sollte es aber eigentlich. Mal schauen. Hier ist Little Italy. Fahre ich hier überhaupt richtig, wenn ich jetzt hier lang fahre? Ja, ich muss ja erstmal darüber und dann fahren wir irgendwie nach oben. Das ist ein ganz schön weiter Weg, muss ich sagen. Aber egal, das machen wir jetzt heute. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen weiterkommen in der Story. Aber es gibt halt so viele verdammte Nebenaufgaben in diesem Spiel. Und ich bin echt gespannt, wie viele Parts das im Endeffekt werden. Ich weiß nicht, ey. Habe ich schon gezeigt, welcher Tag heute ist? 15.04. 19:01 Uhr. Schon relativ spät, aber heute ist Karfreitag, deswegen... Und ich habe sowieso jetzt Urlaub. Also ich habe jetzt die komplette nächste Woche Urlaub, was sehr cool ist, weil ich dadurch wieder, ja, mehr aufnehmen kann. Jetzt bin ich doch anders gefahren. Naja, egal, jetzt fahre ich auch so lang. Ist egal. Ja, ich war mir gar nicht sicher, ob ich heute aufnehmen möchte, weil ich den ganzen Tag irgendwie so müde war. Aber das war auch eine absolute Höllenwoche auf Arbeit. Also ich bin ja eigentlich, normalerweise sitze ich im Büro, aber wir haben eben auch bei uns so einen Tresenverkauf, wo wir dann auch Kunden direkt bedienen und denen Sachen verkaufen. Und naja, durch Corona und Urlaub waren da so viele Ausfälle, dass ich den ganzen Tag von morgens bis abends immer am Tresen sein musste. Und bei uns ist es halt so, dass es kein Tresen ist, wo, so wie man das zum Beispiel im Aldi oder so kennt, oder wie auch immer, in irgendeinem Supermarkt kennt, wo die Kunden sich die Ware selber holen, also Cash and Carry. Sondern das ist halt so, die kommen nach vorne und sagen, die brauchen etwas und wir haben es dann oder wir haben es nicht und müssen dann immer ins Lager laufen und alles zusammensammeln für die Kunden. Und wenn du das 8 Stunden machst, heilige Scheiße, ist das anstrengend. Also wir haben echt die Füße gebrannt. Ich hatte, glaube ich, sogar ein paar Blasen an den Füßen. Und der Schenkel hat halt unnormal gebrannt. Also ich hab meine Beine gespürt, kann ich sagen. Und ja, das ist eine absolute Höllenwoche. Ich war immer total fertig. Ich habe in der Woche auch überhaupt nichts aufgenommen, weil ich so müde war immer. Und auch, ja, mit Videos fertig machen war auch nicht so wirklich möglich. Da kamen auch wieder nicht so viele Videos. Aber jetzt habe ich zum Glück Urlaub und jetzt wird es wieder hoffentlich ein bisschen mehr. Und vor allem der Pate soll ja auch wieder weitergehen. Und wie viel Prozent habe ich jetzt gerade eigentlich? Das würde mich gerade mal interessieren. Karrierefortschritt. Nee, es war Toms Bericht, glaube ich. Und dann Verbrecherfortschritt. 16,5%, also wir haben noch nicht mal ein Viertel des Spiels geschafft, aber ich glaube, die Mission, ja gut, 45% schon. Ja, es ist interessant. Erpressung und so weiter, es gibt so viele Missionen, so viele Nebenmissionen in diesem Spiel. Also ich glaube, die Nebenaufgaben sind mehr als die, also vom Umfang her,
mehr als die reine Story. Ich lehne mich da einfach mal aus dem Fenster und sage das. Und das, wenn ich mir das teilweise so ansehe, wie wenig Prozente ich da erst habe. Ach du Scheiße, aber gut, lass uns erstmal ein bisschen weiter mit der Story machen. Wenn ich jetzt natürlich in der nächsten Folge zum Beispiel keine Aufgaben mehr habe oder auch schon in dieser Folge, dann müssen wir natürlich weiter Geschäfte erpressen. Aber ich will jetzt wirklich erstmal so ein bisschen weitermachen mit der Story, weil die Geschäfte können wir später auch noch erpressen. Und da haben wir dann sicherlich auch noch bessere Waffen und... ja. Das ist auf jeden Fall jetzt so erstmal der Plan, würde ich sagen. Kann sich natürlich auch alles wieder ändern. Das ist immer alles spontan, was ich hier sage. Ich habe mir das nicht vorher so wirklich überlegt, sondern jetzt gerade in dem Moment eigentlich erst. Aber ich denke mal, das ist nicht verkehrt, jetzt so ein bisschen die Story erstmal wieder zu machen. Weil die Story ist echt gut, muss ich sagen. Mir wurde auch nahegelegt in den Kommentaren, dass ich mir doch mal den Film anschauen soll. Auch einfach jetzt, während das Projekt hier läuft. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich einfach die Story jetzt blind hier erleben möchte. Warum soll ich mir jetzt irgendwas vorwegnehmen? Auch wenn das der Film vom Umfang her scheinbar höher sein soll, größer sein soll als das Spiel. Und das Spiel auch einiges weglässt, was ich aber auch verstehen kann, weil zwischen einem Film und einem Spiel liegt ja doch nochmal ein Unterschied. Und, Karte willst du laden? Achso, das ist die Karte. Ich dachte, da wären jetzt irgendwelche Texturen nicht geladen worden. Ja. Naja. Ja, ich habe mir mal überlegt, ich schneide die Fahrt jetzt hier nicht raus. Ich habe irgendwie sowieso keine Lust, hier irgendwas rauszuschneiden. Weil diese Fahrtwege, die gehören einfach dazu. Muss man halt einfach überbrücken, gehört dazu zum Spiel. Und ja, so ist es halt, ne? Oh, das tut mir irgendwie gar nicht leid. Weil ich so ein bisschen wie Aldo spiele. Und ihr habt ja gesehen, der Aldo, der ist wirklich, also ich versuche den ja immer so ein bisschen zu aufzubauen, so als eiskalter Killer mit den eisblauen Augen, als Teufel mit den eisblauen Augen. Und naja, er fügt sich in diese Rolle einfach von alleine schon so ein. Also er wollte dem armen Händler da seine Schlüssel nicht zurückgeben. Oder seinen Schlüssel nicht zurückgeben. Das ist, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das, na gut, ich konnte das ja nicht beeinflussen, wie er sich so gibt. Also der wird schon immer so sein, egal, es hat ja nichts mit meiner Art zu spielen zu tun. Ich meine, hier gab es da bisher keine Entscheidung, die ich hätte treffen können, die ihn entweder gut oder böse hätten werden lassen können. Meine Stimme ist weg. Also, der ist wohl immer so, was ich irgendwie interessant finde. Weil ich das gar nicht wusste, dass er da so drauf ist. Ich meine, klar, man sieht schon, er hat keine Gnade. Er hat absolut keine Gnade mit den Händlern, wenn er die ein bisschen erpresst. Aber das mit dem Schlüssel ist nochmal so eine neue Ebene. Ich hätte nicht gedacht, dass er das einfach behalten würde. Ich hätte mir vorstellen können, dass man da so eine Entscheidung bekommt. Also, dass man die Wahl dann hat. Entweder man gibt ihm halt die Schlüssel zurück oder man behält die. Aber ist okay, also... wenn Aldo sowieso so ist, dann brauche ich ihn ja gar nicht so inszenieren als den eiskalten Killer. Dann ist das einfach von sich aus schon. Was ich cool finde. Ja, tut mir leid, aber du läufst auf der Straße rum, gnädige Frau. Vielleicht wäre es mal empfehlenswert, dass du auf dem Bürgersteig läufst. Dann passiert dir auch nichts. Was ist das hier? Einfach so ein komischer Ofen hier. Leute, ihr geht hier einfach über die Straße ein und aus, als wenn es nichts wäre, ne? So. Hey, haltet das Auto auf! Matt, ich komme von weit her und ich hoffe, du hast eine schöne Autobombe für mich. Jo, suchst du was Bestimmtes? Ja, ich will eine Autobombe haben, deswegen... ich hätte auch zu jedem anderen Händler fahren können, oder? Das war wahrscheinlich nur der auf der Karte markiert ist. Ja, geil, jetzt bin ich hier extra hoch, weit angereist, nur das... na, egal. Die hier könnte dir gefallen. Bomben können deponiert oder geworfen werden. Sie verursachen in einem großen Gebiet enorme Schäden und können ganze... ich mach dir einen guten Preis. Schnauze! Enorme Schäden und können ganze Gebäude zerstören. Aufgrund ihrer langen Zündzeit ist das Timing... sind wir im Geschäft? Jetzt halt doch mal deine dumme Schnauze, Mann. Aufgrund ihrer langen Zündzeit ist das Timing beim Einsatz einer Bombe entscheidend. Die habe ich dir zurückgelegt. Da die Anzahl der Bomben begrenzt ist, sollten sie klug einsetzen. Okay. Ja. Danke. Viel Spaß damit. Gerne. Beziehungsweise, ja, ich danke auch. Nicht gerne. Ich habe ihm ja nur das Geld gegeben. Was ist denn passiert? Mir ist gar nichts passiert. Ich habe einfach nur eine Autobombe gekauft. Ist das was... Ich kann das nicht glauben. Ist das was Unnatürliches?
Oh Gott, lauft! So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Treffen Sie sich vor dem Lagerhaus in Midtown mit Clemenza. Ui. Jetzt wird's jetzt richtig los. Jetzt geht's jetzt richtig los. Das war nur das Vorgeplänkel bisher. Jetzt wird's interessant. Ui, Leute, wir zünden unsere erste Autobombe im Spiel. Hab ich auch noch nie gemacht. Mal gucken, wie das ist. So, ich mach mal die Markierung weg und zum Glück ist das nicht so weit. Also hat sich das doch schon ein bisschen gelohnt, hier hinzufahren. Oh, wenn ich jetzt wieder nach Little Italy hätte fahren müssen. Oder noch besser nach Brooklyn. Ach du Scheiße, wäre das kacke gewesen. So, muss ich jetzt da durch oder wie ist das? Naja, die Frage ist, komme ich da jetzt so einfach so ohne weiteres hin? Ist das in Hell's Kitchen? Sollen wir die Cuneos etwa ärgern? Ich würde es lustig finden. Ah, hier geht's nach Hell's Kitchen. Das ist definitiv in Hell's Kitchen. Da waren wir auch noch gar nicht, glaube ich, oder? Waren wir schon mal in Hell's Kitchen? Wenn ich das... Was ist das hier für ein Symbol? Was ist das hier? Ich muss das einmal gerade sehen. Was ist das? Legende geht an über... Wie war das nochmal? Es gab hier noch... Hier. Was ist das? Na, nicht schließen, bitte! Was ist das für ein komisches... Es ist auf, gehört auf jeden Fall uns. Was ist das für ein Symbol? Einfach irgend so ein Kopf. Also irgend so eine Person hier. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Naja, egal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unseren Auftrag. Clemenza hat da scheinbar irgendwas vor. Wahrscheinlich sollen wir irgendein Lagerhaus in die Luft jagen. Ja, egal, macht nichts. Die Wachsamkeit ist nicht so schlimm. Ich habe übrigens auch einen netten und hilfreichen Kommentar bekommen. Und zwar hat er geschrieben, dass die Läden, die ich einmal übernommen habe, auch für immer in meinem Besitz bleiben werden. Was eine coole Info ist. Und wenn ich bei einer Vendetta, also wenn eine Vendetta ausbricht, die also Rache verüben an uns und die unsere Läden zerstören, ist das nicht so schlimm, weil dann eben, also sind die halt kaputt, aber nur für den nächsten Zahltag und danach werden die wieder normal besetzt und wir bekommen wieder unser Geld. Also von daher ist das schon mal danke für den Hinweis, das beruhigt mich ein bisschen, weil ich da echt ein bisschen Angst hatte. Also es ist jetzt so gesehen gar nicht so schlimm, wenn es mal wirklich zu einer Vendetta kommen sollte. Haltet das Auto auf. Und die, oh, hier sind sogar mal Markierungen auf der Straße. Gab es das vorher auch schon? Ich weiß gar nicht. Dafür, dass Hell's Kitchen so runtergekommen sein soll, sieht das hier aber noch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Aber lass mich raten, das Lagerhaus der Cuneos sollen wir einmal hochnehmen. Das würde mich nicht wundern. Oder? Das ist es doch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die jetzt ein bisschen ärgern sollen. Na gut. Da ist ja auch schon... Clemenza. So, Clemenza, was steht an? Also, außer, dass wir eine Autobombe zünden sollen. Ich weiß nicht. Ich fand ihn eigentlich recht gut. Okay. Und Monk ist auch da. Interessant. Wollte ich gerade vergessen zu sagen. Ich habe ihn schon gesehen, aber ja, Monk ist auch da. Könnte eine lustige Mission werden. Speziallieferung. Salozzo hat das Chaos innerhalb der Corleone-Familie genutzt, um in Midtown seine Drogengeschäfte auszuweiten. Clemenza weiß, was zu tun ist. Virgil Salozzo, Drogenschmuggler, der die Corleones zwingt, Stellung zu beziehen. Scheiße. Der Laden ist verrammelt. Einfach reinzugehen wäre ein Fehler. Okay. Plan B. Monk und ich trommeln ein paar Leute zusammen. Du schnappst dir einen von Solozzos Lastern und bringst ihn zum Corcoran's Perch. Dann fahren wir wieder her und erledigen die Kerle von innen. Hört sich nach einem Plan an. Mann, was ist mit meiner Stimme heute los? Entführen Sie einen Drogen-LKW. Oh, werden wir jetzt in die Drogen-LKW-Thematik eingeführt, die auch schon öfter mal angesprochen wurde im Spiel, dass wir mal einen LKW klauen sollen oder so. Wo ich aber bisher keine Möglichkeit gefunden habe, das zu tun. Also vielleicht ist das jetzt so eine Art Tutorial oder so. Und ich sollte in die andere Richtung fahren. Schauen wir doch mal. Also
Also hatte ich das eben überhaupt beendet, als ich angefangen habe, darüber zu erzählen, dass ich mir den Film erstmal nicht anschauen möchte? Ich weiß nicht, auf jeden Fall möchte ich mir den noch nicht anschauen, weil ich eben die Story jetzt so erleben möchte, auch wenn sie vielleicht abgespeckter ist als im Film, aber trotzdem ist es ja eine coole Story und ich kann mir ja im Nachhinein immer noch hier den Film anschauen und dann werde ich die Unterschiede ja feststellen. Und das ist jetzt der Drogen-LKW, das ist ja entspannt hier. Warte mal kurz. Ich habe dem voll den Weg abgeschnitten, das war gar nicht mein Ziel. Kann ich den irgendwie entführen? Wie mache ich denn das jetzt? Was wäre ich nur ohne diesen Job? Wie schlage ich überhaupt nochmal? Ach so, hier. Komm mir nicht zu nahe. Ich muss den, glaube ich, anballern. Kannst du mal aufhören, meinen Wagen zu schieben? Hallo, das ist mein Auto! Hallo, kannst du bitte mein Auto da lassen? Mein Auto, hallo! Kannst du bitte mal... Ja, danke. Danke, danke, danke. Ich hasse diese verfluchten Dodgers. Und ich hasse diese verfluchten Drogen-LKWs, die Autos immer vor sich hinschieben. Schrecklich sowas. Ja, wie schieße ich denn? Ach, ich ramme den... Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen, den einfach mal zu rammen? Ja, weil ich dachte, ich kann da einsteigen, einfach so. Gut, ich ramme das Auto einfach. Fertig. Den LKW. Das ist doch... Das reicht. Das müsste ja reichen. Kann man in dem Spiel überhaupt Drive-By shooten? Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gemacht. Naja, ist ja auch egal. Kannst du bitte mal anhalten? Ich meine, was denken die Leute denn da bei der Lagerhalle da? Wenn der LKW komplett zerfetzt ist. Als ob die nicht auf dumme Gedanken kommen. Okay, er nimmt Schaden, glaube ich. Solotzos LKW sind nur in Midtown. Das war ein Tipp, okay. Also, ach so, deswegen habe ich ihn nie eingefunden. Er steigt aus. Vorsicht, er könnte ballern. Du wirst dir wünschen, nie geboren zu sein. Jetzt hör doch mal auf hier. Ich habe nichts getan. Willst du dich mit mir anlegen? Ich verhöre Was dich. Was hast du vor? Du kannst mir nichts anhaben. Das glaubst aber auch nur du! Bastard! Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Das war gerade der größte Fehler deines Lebens. Hier mit den LKW-Schlüsseln. Das war gerade der größte Fehler deines Lebens. Das hast du gerade schon erwähnt. Ich hab schon für weniger getötet. Ich will nur die Schlüssel. Das war gerade der größte Fehler deines Lebens. Kannst du auch mal irgendwas anderes sagen? Für jedes Mal, wenn du es jetzt nochmal wiederholst, kriegst du nochmal einen auf die Fresse. Und wenn dann nochmal und dann wieder und dann wieder und dann wieder und dann wieder. Hey, sofort aufhören! Jetzt reicht's mir. Nimm der Klar, Bastard! Oh. Mit Aldo macht man keine Späßchen, okay? Okay, ich hätte jetzt einfach die Schlüssel bekommen können. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Ich hab zu viel Druck ausgeübt, aber... Ist ja auch egal. Wie kann ich denn jetzt hier... Ach, jetzt bekomme ich die Schlüssel nicht, weil ich den nicht... Oder... Hallo? Darf ich da bitte einsteigen? Hallo? Wieso? Jetzt habe ich den nicht bekommen. Oh, nö, ey. Come on. Ist doch egal, ob ich den jetzt umgebracht habe oder nicht. Ich habe doch jetzt die Schlüssel. Ja, das bringt mir doch jetzt... wieso kann ich da nicht einsteigen? Was? Nee, ey, komm, bitte. Spiel. Jetzt muss ich einen LKW finden, oder was? Ich meine, der wird mir auf der Karte sogar noch angezeigt. Da ist das Ziel. Missionshinweise steht da. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich mir einen anderen LKW suchen. Und dafür... Ach so, jetzt... Okay, ich habe es einfach... Okay, gut, dann haben wir jetzt mal... Dann haben wir beide Optionen einmal gesehen. Ist ja auch nicht so schlecht. Diesmal übertreibe ich es nicht. Ich mache nur so weit, wie es nötig ist und dann ist gut. Aber schön, dass einfach so schnell wieder ein neuer LKW spawnt. Ich dachte schon jetzt, was ist hier los mit dem Spiel? Ich dachte, ich habe das Spiel jetzt kaputt gemacht. Steigst du jetzt bitte mal aus? Immer noch nicht.
Komm, jetzt brauchst du. Kannst aber langsam mal aussteigen. Sag mal. So will ich auch gerne mal um die Kurve fahren können. Wieso kann ich sowas nicht? Ha! Oh. Dem habe ich es gegeben, aber auch leider dem anderen Auto. Tut mir leid, ich wollte dich nicht mit reinziehen. Krankenwagen, Krankenschwester, tut mir leid. So, bist du ein bisschen kooperativer als dein Zwillingsbruder? Es lohnt sich nicht. Weißt du, wessen LKW das ist? Ja, gehört zur Lotso. Und weißt du, wer gerade vor dir steht? Hier mit den LKW-Schlüsseln. Niemals. Ich stehe unter Solozzos Schutz. Ja, aber vor Aldo... Vor Aldo kann ich jetzt keiner beschützen. Denkst du, bist tot, was? Ha! Elender! So, und jetzt gib die Schlüssel her. Ich hab schon für weniger getötet. Ich will nur die Schlüssel. Okay, nimm die Schlüssel, aber... da ist nichts drin. Ich hab die Ware schon abgeliefert. Was willst du jetzt von mir? Du hast mir die Schlüssel gegeben, ja, okay, aber... Keine Dummheiten jetzt. Komm mir nicht zu nahe. Geh jetzt einfach. Okay. Du hast das es so gewollt. Ich mir. Du wächst den Killerinstinkt von Aldo. Jetzt ist Feierabend. Ha! Ich hab nichts getan. Du hast nichts getan. So, so. Sprich dein letztes Gebet. So, endlich können wir in den LKW rein. So. Bringen Sie in den LKW zum... Ihr wisst, ihr habt es selbst gelesen. Oh, jetzt muss ich mit diesem klobigen LKW dorthin fahren. Aber da vorne ist es ja schon, oder? So, jetzt müssen wir ein paar Leute eingabeln, oder was? Einladen? Ach nee, das ist ja hier. Ach, das war ja wirklich schon hier. Ich war ja wirklich in der Nähe dann. Okay, let's go. Als ob der jetzt wieder heil ist, also... Hä? Wieso? Der war eben noch komplett beschädigt. Ist es das achte Weltwunder? Nee, er ist immer noch kaputt. Das ist okay. Hier war mal sicher. Infiltrieren Sie Solozzos Lagerhaus. Uiuiuiui. Endlich können wir mal Solozzo auch mal ein bisschen ärgern. Ich meine, der hat uns schon solche Probleme bereitet. Und er ist schuld, dass Luca Brasi gestorben ist. Und dafür muss... Ja, Aldo muss ihn immer noch rächen. Und ich hoffe nach wie vor, dass wir irgendwann die Chance bekommen, Solozzo zu erledigen. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir da die Chance bekommen sollten. Aber wir machen das mit dem Lagerhaus auf jeden Fall noch in dieser Folge jetzt. Also... Das kriegen wir irgendwie hin. Auch wenn ich dann ein bisschen länger als 30 Minuten das... Ja, ein bisschen überziehe, dann ist es in Ordnung. Vielleicht schaffen wir es aber auch in der Zeit. Aber ich mache mir da überhaupt keinen Zeitdruck. Sobald wir drin sind, suchst du einen guten Parkplatz. Dann springen die Jungs raus und eröffnen das Feuer. Ja, wenn wir drin sind, dann sind wir drin. Dann können wir loslegen. Ja, mal schauen, ob das jetzt alles so funktioniert nach Plan. Also wenn ihr das nicht... Wenn ihr jetzt hier nicht irgendwie skeptisch werdet, dann seid ihr absolute Vollidioten. Das ist einer unserer LKW, lasst ihn rein. Hier lang, komm schon. Monk und du, ihr bringt die Bomben an. Eine in jedem Gebäude. Wir werden Solozzo zeigen, wie die Familie Geschäfte erledigt. Ja. Da sind noch mehr Bomben, wenn nötig. Ja, red doch noch lauter. Am besten machst du die Fensterscheibe noch runter oder machst die Tür auf oder wie auch immer. Und versuchst dann noch ein bisschen lauter das mir zu erklären, damit die anderen das auch ja mitbekommen. Naja, wir sind drin. Was zum Teufel? Sind nicht unsere Jungs! Sie sind nicht unsere Jungs! Blitzmerker! Ich soll die Bomben platzieren. So, erstmal. Tommy Gun. Auch meine Tommy Guns fast alle. Shit, ich muss die Bomben anbringen. Oh Gott, die. Ja! Okay!
Brillanter Schachzug. Statt von Aldo auf die schrecklichste Art und Weise exekutiert zu werden, hat er sich für den Feuertod entschieden. Weil das harmloser ist. Clever, clever, clever. So blöd scheinen die ja gar nicht zu sein, die Leute. Ich mach dich fertig. Komm doch her. Ja. Jetzt ist Aldo in seinem Element. So, wir benutzen mal hier die geupgradete Waffe ein bisschen mehr. Oh, Shotguns sind immer gefährlich. Bombe platzieren. Ja, ich platziere sie mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, 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 wir müssen raus. Shit, falsch. Ich muss raus, sonst bin ich gleich tot. Alter, raus. Wow, okay. Das sollte erstmal, sollten erstmal safe sein. Holen Sie noch eine... Holen Sie noch eine Zeitbombe aus dem LKW. Eine weitere Bombe. Monk, du hältst die Stellung. Hast du irgendwas zu sagen? Boah, die ist so gut, die geupgradete Waffe. Mein Gott, ist sie stark. So, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Hey! Wo kommen die denn noch alle her? Die respawnen bestimmt. Oder da kommt das spawnen bestimmt einfach neue. Ja, ich glaube schon. Oh, Tommy Gun. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke, danke. Oh! Wow. Und ein Heilfläschchen, was ich gerade gar nicht brauche. Oh, wir nehmen hier das komplette Lagerhaus hoch von Zalozzo. Der wird kochen vor Wut. Aber es geschieht ihm recht. Hey! Oh, die ist so unfassbar stark, die Waffe. Wieso habe ich die nicht öfter genommen? Ja, Moment. Wir haben ein bisschen Geduld noch hier. Ich muss erstmal hier die Sachen aufsammeln. So ein bisschen Geld und ein Fläschchen. Noch ein Fläschchen, aber ja. Wir haben ja jetzt volle Energie. So, dann lasst uns doch mal die Bombe platzieren. Und dann muss ich hier wieder raus. Wo komme ich hier nochmal raus? Über die Treppe und dann einfach... Ja, okay. Was ist das für eine Musik? Action Music. Ich muss raus hier. Ist das der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Würdest du bitte mal weggehen? Hier geht gleich alles in die Luft. Monk war das auch noch. Pass auf, mein Freund. Oh, shit. Mich hat's erwischt. Aber nur so... Oh, Alter. Wow. Jetzt kommen sie wieder von der Seite, ey. Oh, Alter. Wir zerlegen ja wirklich alles. So, jetzt aber mal hier hoch. Hier ist bestimmt auch noch einer drin. Oder ein paar mehr sind hier sogar. Na, wo seid ihr? Parts, Parts, Parts. Boah, hier ist irgendwann mal eine Shotty. Wo? Molotov-Cocktails. Würde ich auch gerne mal benutzen. So, Leute. Jetzt ist Feierabend hier mit euch. Ha! Jetzt kommt der Teufel in Person. So. Genug mit dem Feuer gespielt. Jetzt machen wir mal wieder hier kurzen Prozess mit unserer 38er Spezial. Oh, Alter, hier sind aber auch noch viele. Obwohl ich die alle schon... Alter, pack mal deine Tommy Gun weg. War's das? Das ist aber auch immer maximal weit weg, ne? Dass man ja immer hier so ein Fotofinish hat und man fast selbst in die Luft fliegt. Wie komme ich hier denn am besten raus? Ist hier unten eine Tür nur. Ich muss dann wieder hoch und dann muss ich ja... Oh, das ist aber jetzt der weiteste Weg, habe ich so das Gefühl. Okay, Leute. Meint ihr, ich pack das? Ah, gut. Wollen wir mal. Platzieren. Und jetzt muss ich hier irgendwie raus. So schnell wie möglich. Hier raus. Und jetzt hier runter irgendwo. Hier und runter und dann haben wir's. Ja, ciao, ciao, Lagerhaus, würde ich sagen. Genießen wir ein bisschen die Show. Ja,
würde sagen, das war sein Lagerhaus. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht sein einziges, nehme ich an. Bei dem Einfluss, den er hat. Wow! Jetzt geht hier unten auch noch alles kaputt, oder was? Müsste eigentlich. Oder auch nicht. Naja, was soll's. Ich möchte die Zeitbombe haben, die hier noch liegt. Eine hätten wir noch gehabt. Und was wäre passiert, wenn ich die aufgebraucht hätte? Wäre die Mission dann gescheitert? Wahrscheinlich, oder? Dieses Geschäft ist geschlossen. Das kannst du laut sagen. Ja, Clemenza, wir haben es geschafft, oder? Kann ich mit euch noch sprechen? Wir können hier nicht reden. Zu gefährlich. Ja, aber wieso darf ich denn mit Clemenza reden? Hältst du dich für den Don oder was? Na, so weit ist es noch nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Wir können hier nicht reden. Zu gefährlich. Hältst du dich für den Don oder was? Komm mir nicht zu nahe. Ich mag das nicht. Okay. Hey, Clemenza. Gute Arbeit. Solazzo ist uns zwar entwischt, aber ich schätze, er hat unsere Nachricht bekommen. War es das Letzte, was wir von ihm sahen? Wir haben Solazzos Lagerhaus. Aber er hat immer noch ein paar Drogenfassaden. Finde sie und jag sie hoch. Ist gut für deine Karriere. Mach den Don stolz, Kleiner. Hört sich gut an. Hey, verschwinden wir, bevor die Cops hier herumschnüffeln. Gute Idee. Triff dich mit Monk. Er ist schon im Corcoran's Purge, um ein bisschen zu feiern. Corcoran's Purge. Okay. Speziallieferung, Mission gemeistert. Oh, da war noch irgendwo ein Geldsack. Ah, gut, den hab ich mal wieder verpasst. Ich habe ehrlich gesagt aber auch nicht dran gedacht. Sprengen Sie Solazzos Drogenfassaden in die Luft. Und ach, das ist der Totenkopf. Das Totenkopf-Symbol sind seine Drogenfassaden. Ah, okay. Da hat er noch eine. Und da hat er auch eine. Der ist ja überall. Aber gut, er ist irgendwie so in gewisser Weise auch neutral, ne? Er ist einfach nur ein Drogendealer. Der jetzt aber keiner Familie explizit zugehörig ist. So verstehe ich das jetzt. Und wie man sehen kann, hat er überall welche. Hier in Little Italy, in New Jersey, in Hell's Kitchen haben wir es jetzt. Oh, da hat er auch noch was, ja? Nur in Midtown hat er es nicht, also scheinbar die Bazzinis lassen das scheinbar nicht zu. Es kann ja gut sein, dass die Bazzinis auch nichts von ihm wissen wollen. Und in Brooklyn ist auch nochmal so eine Drogenfassade. Wie wäre es denn, wenn wir in der nächsten Folge so eine Extra-Folge dafür machen, so eine Special-Folge machen, wo wir nur seine Drogenfassaden hochnehmen? Hört sich eigentlich nach einem Plan an. Im Corcoran's Purge, aber da, ja. Da ist doch jetzt, weiß ich nicht, also hat er wahrscheinlich nur so gesagt, oder? Ich denke nicht, dass wir da jetzt noch irgendwo noch feiern gehen können oder so. Ich glaube, das hat er nur so gesagt. Hast du vielleicht sonst noch irgendwas zu sagen? Wir können hier nicht drehen. Ja, nicht du. Du bist unwichtig. Clemenza. Verschwinde, Kleiner. Such Monk. Verschwinde, Kleiner. Ich soll Monk suchen. Aber ich soll doch auch erstmal die Sachen hochnehmen. Na gut, das schauen wir dann mal in der nächsten Folge an. Ich würde aber sagen, da nehmen wir so ein bisschen seine Drogenfassaden hoch und zerstören die. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.